Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Horizon Zero Dawn. Und wir müssen jetzt diese drei Lager räumen. Kann man dafür jetzt einfach hier runter? Oh, die sind auch gar nicht mal so nah dran, ne? Die Lager. Obwohl, das erste kommt da vorne jetzt schon. So, noch ein bisschen Gesundheit nehmen wir uns aber mit. Können wir jetzt eigentlich schon herstellen? Ja, na, Stärkungstränke, aber keinen Gesundheitstrank. Da brauchen wir noch ein bisschen reichhaltiges Fleisch für. Überall brauchen wir Fleische. Fleische, Fleische, Fleische. Zerfleische, sage ich dazu nur. Oh, da ist eine Libelle. Können wir die abschießen? Na, wäre auch lustig gewesen. So, da vorne ist das erste Lager. Ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen ausräumen. Aber vorher sollten wir uns hier noch ein bisschen versuchen einzudecken. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, ein bisschen fettes Fleisch. Na gut. Verdorbener Wächter. Verdorben oder nicht? Ach, verdammt, ich dachte, ich könnte sie schon aus der Ecke herausziehen. Boah, Maschinenkill. Und damit auch ein Level Up, glaube ich, gemacht, ne? Jo, Stufenaufstieg. Perfekt. Also für diese Maschinenkills kriegt man halt richtig gute Erfahrungspunkte. Gut, dass ich das gefunden habe. Hey Junge, ne? Ach, wir hätten ja auch diesen Lore-Behälter zerschießen und explodieren lassen können. Naja, sollten wir auch machen. Guck mal da. Nix wird dir gehören. Spasti, ey. Ja, wir haben... Ich wusste, wir schaffen das. Ha! So, ich glaube, wir haben das erste Lager, oder? Yes, wir haben das erste Lager. Wäre halt schön, wenn ihr auch ein bisschen Überlebenszeug dabei hättet. Aber ich nehme alles mit, was ihr habt. Na, guck mal hier, da haben wir ein bisschen was. Ah, hier wäre auch nochmal dieses Lohe-Zeug gewesen. Gut, dann machen wir weiter. Oh, epischer Loot. Ich habe schon zu viel dabei. Altes Gefäß Miriam. Nebenbei mal meine Gesundheit wieder auffüllen. Das nehme ich lieber mit. Mal alles nachfüllen. So. Da vorne ist das nächste Lager. Oh,
Das sieht echt cool aus hier, ne? Diese alte, verwitterte Welt. Und immer noch ist es interessant zu wissen, was ist hier eigentlich passiert? Was geht hier ab? Das wird dir nicht gefallen. Was zur Hölle? Ich glaube, das ist das erste Mal hier im Spiel, dass ich gestorben bin. Das ist das erste Mal, glaube ich, im ganzen Spiel, dass ich gestorben bin. Also im ganzen bisherigen Spiel. Ja, da habe ich mich gerade ein bisschen verkalkuliert. Okay, hier sind wir jetzt wieder. Hier hinten der Loot. Ich glaube, das Epische habe ich mitgenommen, ne? Okay. Na, dann passt's ja. Aber vielleicht sollte ich mich dann einfach mal ein bisschen hier durchschleichen und nicht unbedingt den Kampf suchen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Zerstöre den Alarm. Okay, es sind... Ah, da vorne ist der Alarm. Etwas Vorrat. Okay, jetzt habe ich sie auf meiner... auf du mich auf... Sie? Sie sehen dich nicht. Ich würde ja ganz gerne den Alarm ausschalten. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen strategisch vorgehen. Ich glaube, jetzt einfach so rein... ist gerade nicht die beste Idee. Ah ja, oben sind meine Kumpels. Und tschüss. Und da ist ihr Alarm. Weiß nichts, Idiot. Arbeit zwingt uns in die Knie. Okay, wenn wir jetzt einfach den... Warte mal, wir speichern aber vorher mal ab. Das kann
man kann ja nicht on the fly abspeichern. Ich bin mehr als bereit für dich. Zusammenreißen und kämpfen! Hä, wieso kann ich jetzt einfach da hochspringen? Hä? Raffiniert! Ah! Gläubige Krieger treffen immer. Oh, fuck it. Ach, fuck it. Ich kam gerade einfach nicht hoch. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich dieses Ding da ausschalten soll. Einfach frontal drauf schießen oder... da muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen. So, erstmal müssen wir nach hier oben. Und einfach mal den Typen da unten mal wegsnipern. Was du auch kannst, es wird nicht reichen. Naja, für dich reicht's schon. Okay, also ein bisschen konfus hier gerade der ganze Kampf. So, wo haben wir jetzt überhaupt alles die Kultisten? Wir werden beschossen! Sofort in Deckung! Okay, da hinten ist noch einer. Kinderspiel! Hier! Ach shit, Leute. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht die Urmutter. Nicht die Maschinen auf euch aufmerksam gemacht, oder? Für die Urmutter. Okay, anscheinend nicht. Sehr gut. Okay, das war jetzt nicht ganz so raffiniert von mir gelöst. Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Aber egal, das Ergebnis ist ja immer das, was zählt und das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Aber warum ich jetzt hier zum Beispiel nicht hochspringen kann, wundert mich gerade so ein bisschen. Oder bin ich da jetzt gerade zu sehr noch an andere Spiele gewohnt? Vielleicht an Nier? Ah, guck mal, Gesundheit. Ihr habt, was ihr braucht, das ist ja ganz schön. Aber ich brauche zum Beispiel vor allem Heilung. Also ich bin ja gerade für alles hier offen, was ich hier finde. Was mir ein bisschen kein was Platz bringt. Mehr. Aber wir kommen ja gut vorwärts, muss man ja sagen. So, da hinten haben wir nämlich schon unser nächstes Ziel. Naja, ein Loot, lass mal da mal liegen. So. Jetzt mal alles nachfüllen. Ah, zu wenig Draht. Ich muss mehr auf Draht sein. Aha. Und Heilung, ganz wichtig. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja, ja, das können wir gebrauchen. Alles gut, nimm alles mit. So, da hinten lang. Das letzte von den drei Lagern, die wir räumen sollen. Was ist das denn da? So, das sah aus, als ob da so ein großer Roboter steht. Oh, eine getötete Maschine.
Ach, wenn sie mal... So, gesundheitstechnisch sind wir jetzt eigentlich ziemlich gut dabei. Noch einmal was mitnehmen. Ja! Hab ich dich! Da! Du! Okay, da vorne ist der Alarm. Diesmal kommen wir sogar relativ easy hin. Hierher! So. Alarm ist zerstört. Nicht abhauen! Okay, jetzt soll ich mich nur erst kurz mal zurückziehen. Um quasi das Kampffeld ein bisschen besser sichten zu können. So für Verwirrung habe ich nämlich gesorgt. Schnüffelt hier immer noch. Sieh mal an. Sucherin, möge die Urmutter mit dir sein. Ha! Greift an, Jungs! Erzittere vor uns! Fürchte den Schatten! Ach Quatsch, ich fürchte hier gar nichts, außer dass du vielleicht zu schwach für mich sein könntest. Deckung suchen! Ich an dir nur meine Zeit verschwende! So. Blute für den Schatten! Haha! Alter, crazy man's hier! Ihr glaubt wohl nicht. Sofort. Genau, geh in Deckung. Ich wusste, ihr schafft den Glauben an die Not. Seht nur, was wir getan haben. Ihr meint wohl, was ich getan habe, ja? Also um hier mal bei der Richtigkeit der Sache zu bleiben, habe ich hier ja wohl fast im Alleingang diese drei Lager geräumt. Ich meine, ich will jetzt ja nicht zu viel, aber zumindest ein bisschen Dankbarkeit, vielleicht ein eigenes Haus, steuerliche Vorzüge, das wäre schon ganz nett. So, ich brauche vor allem Draht, sonst kann ich nämlich keine meiner großen Pfeile herstellen. Und die machen doch so schön Wumms. Ein paar Rohstoffkisten habe ich gelootet, ich habe auch noch ein paar, glaube ich, von letzten Kämpfen. Die sollte ich mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Eine Rohstoffvorratkiste. Das nehme ich für unterwegs mit. Bestimmt im Inventar Rohstoffe. Schatzkisten. So, alles mitnehmen. So. Ja gut, jetzt haben wir die Vorratskisten soweit durch, aber da war auch nur ein bisschen Draht dabei. Also irgendwie, also Draht. Also ich finde es ja diese Kisten hier, ne? Sind ja ganz nett zu haben, aber... Mir wäre es halt schon lieber, wenn dann wirklich mal ein bisschen Zeug dabei wäre, was ich jetzt auch gerade brauche. Naja gut, man kann nicht alles haben auf dieser Welt. So, zweimal Loot habe ich hier noch. Und als nächstes muss ich mich zum höchsten Turm begeben. Machen wir auch natürlich direkt. So, ein bisschen was in die Richtung. Ich würde sagen, dann bleiben wir auf unserem normalen Pfeil erstmal. Ah. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, vor allem die Gesundheit.
Hast du jetzt echt da so einen Wächter auf dich aufmerksam gemacht? Boah. Oh ja, von denen bekomme ich Draht. Und ich kann hier abspeichern. Oh, das ist eine schöne Sache. Draht und mal richtig abspeichern. Oh, das ist gut. Leider nicht mehr von denen, ne? Na gut. Dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier weiterlaufen, mache ich jetzt doch jetzt schon Schluss, wenn wir jetzt gerade einen Speicherpunkt gefunden haben, dann passt das nämlich einfach zu gut. In der nächsten Runde begeben wir uns zum höchsten Turm und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit der Rache der Nora. Auf jeden Fall sehr interessant, wir werden noch sehr viele Kultisten töten und vielleicht auch noch ein bisschen Draht bekommen, weil immerhin, ich meine, ich kann jetzt so wieder ein paar Pfeile herstellen, aber ich brauche halt dringend mehr. Denn die machen einfach viel zu viel Schaden, sie machen viel zu viel Schaden, um sie wegzulassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.